So, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder ein kleiner Beginner Guide. Und zwar sind wir wieder in Arma 3 Epoch. Und ich wollte jetzt mal das Mysterium Westen fürs erste Mal entwirren. Und wir haben uns mal überlegt, wie wir das am besten darstellen können. Und zwar haben wir jetzt quasi alle Westen, die es in Epoch gibt, nach Größen sortiert. Wir haben eine Maßeinheit genommen, und zwar haben wir Energy Packs genommen, weil die sich ziemlich gut geeignet haben. Einmal die großen und einmal die kleinen. Und dann haben wir die Westen quasi immer vollgefüllt. Und ja, dann haben wir quasi somit eine Westen-Gewichtseinheit gemacht, um das ein bisschen grafisch auch darzustellen und auch wirklich zu belegen, okay, welche Westen sind wie groß. Wir sind auch ein bisschen an eine Überraschung gekommen. Und es gibt einige, die sind einfach komplett gleich groß. Und ja, ich fange jetzt einfach mal unten an, um das Ganze nicht allzu lang zu machen. Wir haben jetzt den Schießplatzverwaltergürtel und den Patronengurt. Die passen jeweils zwei Large Packs, also zwei rein. Ich sage jetzt einfach mal zwei. Wenn die kleinen dazu sind, dann sind es 2, und wenn es zum Beispiel 2,5 sind, dann sind es zwei große und fünf kleine, um das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten. Hier haben wir den Chest Rig. Da passt quasi 3,5 rein. Also drei große und fünf kleine. Seht ihr ja auch. Dann sind wir die taktische Weste, der Side Pack, den man jetzt mittlerweile von Anfang an hat, der auch gar nicht so klein ist. Raven Weste und taktische Weste passen 3,7 rein. Geht's hier gleich weiter. Bodenluft Tragegurt, Grenadier Einsatzweste mit Gurtzeug und Bodenluft Granatwerfer Tragegurt passen 4,5 rein. Hier haben wir am meisten. Hier seht ihr alle, ich werde auch noch eine Liste machen und die in die Videobeschreibung reinpacken, falls ihr irgendwas kurzzeitig nachgucken wollt. Ja, die ganzen Westen haben 5,2 und die größte Weste ist die verbesserte, ich zeige es gerade nochmal, verbesserte Einsatzweste mit Gurtzeug, und da passen genau 6 Large Energy Packs rein. So, ist jetzt kurz und knapp, aber ich bin auch im Prinzip immer drüber gestolpert und ich so, ah, welche Weste ist jetzt größer? Oh, die hört sich besser an, aber ist dann nachher doch wieder kleiner. Und man hat ja auch nicht immer Zeit, quasi das Ganze immer auszuprobieren, wenn man irgendwo im Gefecht ist und man hat Zeitdruck oder irgendwas, dann ist es halt nicht immer so leicht und dann ist schnell mal eine kleinere Weste eingepackt, obwohl man eine größere hatte. Was weiß ich. Hier, wie gesagt, eine Liste mit den Gewichtsangaben kommt noch in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch dann auch kopieren oder ausdrucken und einfach neben den PC legen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr das Ganze auch noch wollt mit Rucksäcken, dass wir quasi auch die Rucksäcke genauso sortieren, dann gebt doch einen Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare. Dann weiß ich, okay, da ist ein Bedarf da, dann mache ich das genauso. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Groß. Und ja, ich fange jetzt einfach mal unten an, um das Ganze nicht allzu lang zu machen. Wir haben jetzt den Schießplatzverwaltergürtel und den Patronengurt. Die passen jeweils zwei Large Packs, also zwei rein. Ich sage jetzt einfach mal zwei. Wenn die kleinen dazu sind, dann sind es 2, und wenn es zum Beispiel 2,5 sind, dann sind es zwei große und fünf kleine, um das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten. Hier haben wir den Chest Rig. Da passt quasi 3,5. So, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder ein kleiner Beginner Guide. Und zwar sind wir wieder in Arma 3 Epoch. Und ich wollte jetzt mal das Mysterium Westen fürs erste Mal entwirren. Und wir haben uns mal überlegt, wie wir das am besten darstellen können. Und zwar haben wir jetzt quasi alle Westen, die es in Epoch gibt, nach Größe rein. Also drei große und fünf kleine. Seht ihr ja auch. Dann sind wir die taktische Weste, der Side Pack, den man jetzt mittlerweile von Anfang an hat, der auch gar nicht so klein ist.
Raven-Weste und taktische Weste passen 3,7 rein. Geht's hier gleich weiter. Bodenluft-Tragegurt, Grenadier-Einsatzweste mit Gurtzeug und Bodenluft-Granatwerfer, Tragegurt passen 4,5 rein. Größen sortiert. Wir haben eine Maßeinheit genommen, und zwar haben wir Energy Packs genommen, weil die sich ziemlich gut geeignet haben. Einmal die großen und einmal die kleinen. Und dann haben wir die Westen quasi immer voll gefüllt. Und ja, dann haben wir quasi somit eine Westen-Gewichtseinheit gemacht, um das ein bisschen grafisch auch darzustellen und auch wirklich zu belegen, okay, welche Westen sind wie groß. Wir sind auch ein bisschen an eine Überraschung gekommen. Und es gibt einige, die sind einfach komplett gleich. Die haben wir am meisten. Hier seht ihr alle, ich werde auch noch eine Liste machen und die in die Videobeschreibung reinpacken, falls ihr irgendwas kurzzeitig nachgucken wollt. Ja, die ganzen Westen haben 5,2. Und die größte Weste ist die verbesserte, ich zeig's gerade nochmal, verbesserte Einsatzweste mit Gurtzeug. Und da passen genau 6 Large Energy Packs rein. So, ist jetzt kurz und knapp, aber...